Aha. Ja, mit Nadia so. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf sie, muss ich ehrlich sagen. Ich habe halt echt kein Pyjama mehr, ne? Puh. Willst du von mir? Nö, ich schlafe jetzt echt nackt. Ich gehe so viel wie möglich auf Abstand halt. Wo ist Giuliano? Der ist bei Ariel. Echt jetzt? Ja, der ist bei Ariel. Ja, man kann hier echt niemandem vertrauen. Klar, man hat so seine Favoriten, wo man sagt, bitte sei echt einfach, aber man kann wirklich niemandem vertrauen. Der ist bei Ariel? Mhm. Wir sind immer unter Verdacht, immer. Das weiß ich. Wo ist der Junge, ja? Ja, mach mal. Ich bin dabei. Ich mach Spionarbeit. Schneller. Ich hab Amaru hochgeschickt und er musste Spionage machen. Der ist schon sexy. Boah. Oder? Der Mann, der ist sex pur. Ja. Da tut sie gleich auch so. Da tut sie gleich was in meiner Hose. Ich habe die ganze Zeit gesagt, jetzt geh, es ist auffällig, geh. Und ich habe gemerkt, ihm ist es scheißegal. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was passiert hier? Wir haben einen Hund gemacht. Aha, okay, tut mir leid, ich hab. Nein, ist alles okay. Ich mache diese beste Spionarbeit überhaupt, ich wüsste. Ich habe das Gefühl, er wollte. So, dass jemand das sieht, weil er das Spiel jetzt am Aufgeben ist. Und das regt mich auf. Sag. Ach, ich hab so erschrocken. Haben sie Hunde? Ja. Die haben richtig Hunde. Ich finde das so ein bisschen weit hergeholt, jetzt deswegen zu sagen, okay, die ist mit Giuliano zusammen. Diese Reaktion. Du kommst rein und die ist so. Was? Ja. Was? Von den Jungs misstraue ich auf jeden Fall Giuliano ganz oben natürlich. Der ist sowieso, der lügt ja auf jeden Fall sehr viel rum. Frauen kriegt er auf jeden Fall um den Finger gewickelt, aber einen echten Mann auf jeden Fall nicht. Also ich bin langsam auch ein bisschen auf dem Trip, dass sie ein Paar sind. Heute bin ich im Film, ja. Heute hat echt Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Aber Nadja, jetzt gehörst du wieder mir, ja. Halt die Klappe, wenn du was sagst, ohne Witz. Jetzt gehörst du wieder was mir. Was hast du schon gemacht? Ich hab kurz mit Ariel rumgemacht. Mit Ariel. Nadja? Warum? Wir haben ja alle rumgemacht. Mich hält er die ganze Zeit auf Distanz und er will jagen und... Also, das ist schon echt ein bisschen der Kasperle-Theater. Ich spiele doch kein Katz-und-Maus-Spiel.